Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Championships North America. Nicht ganz. Wir machen wieder ganz normale Kämpfe, Versus-Modus. Wir fangen mit unserem Feuerdeck an, um die tägliche Herausforderung zu beenden. Und dann kommt Psychopower dran. Mal schauen, ob wir beides an einem Tag schaffen, an einem Part. Wir schauen mal. Wir fangen auf jeden Fall mal mit Feuer an und schauen uns mal, was so das Spiel für uns bereithält. Bitte kein Wasserdeck, bitte kein Wasserdeck, bitte kein Wasserdeck. Das ist immer so die Standard. Okay, er hat auf jeden Fall Fee, Pflanze, Wasser und Normal. Das ist auf jeden Fall interessant. Und mein Spiel ist abgestürzt. Keine Rückmeldung. Okay. Okay, es ist wieder da. Jetzt muss ich da mal beim Schnitt schauen, ob sich da irgendwie was verändert hat von der Position. Mal schauen. Nicht, dass es alles asynchron dann ist. Ich möchte anfangen. Merci. Dankeschön. Bin mal gespannt, was für Deck er hat. Auf jeden Fall vier verschiedene Arten. Dein Gegner hat keine Bassbohnen. Oh, da kann ich schon mal wegen reinsliegen. Und ich habe. Oh Junge. Shaman-Start. Das sind doch meine Lieblingsstarts. Nicht. Okay. Okay, du hast Ninja-Junge. Der wäre natürlich jetzt für mich jetzt auch optimal. Kampfgürtel, Wasser. Aha. Okay. Sagt mir jetzt nicht allzu viel, was für eine Strategie er überhaupt hat. Aber ich darf eine Karte ziehen. Das ist doch schon mal schön. Ah, aber was mache ich denn? Ich könnte ein wenig ärgern, ja. Ja, ich möchte gerne eine Karte ziehen. Nochmal Feuer. Oh, Junge. Es ist also einer dieser Tage. Das ist der Taurus. Na gut, nimm mal schon mal eine Energiekarte weg. Das ist schon mal etwas. Shaming kriegt eine Feuerenergiekarte, aber es bringt mir halt gar nichts. Weil selbst ich kann ja nicht angreifen. Weil durch Himmelsgabe kriege ich die Karte wieder auf die Hand. Und wenn ich kein anderes Pokémon auf meiner Bank habe, dann habe ich verkackt. Er hat tatsächlich die Pflanzenenergie bekommen. Oh, Junge. Oh, Brief vom Professor. Dieser bösartige Professor. Der gibt uns noch zwei weitere Energiekarten. Ich kann halt leider nichts machen. Ich habe ja nichts Interessantes. Ab, Basis-Pokémon. Kabufala. Ja, wirst du eigentlich nicht. Kabufala. Jo, noch eine Unterstützerkarte. Und ich gönne mir... Asset. Na, Asset, komm her. Kann ich wenigstens mein Shaman wieder auf die Hand spielen. So, dann kriegt erstmal mein Pokémon eine Energiekarte. Gott sei Dank, zack. Dann kriegst du eine weitere. Dann werde ich Access aktivieren. Shaman, zurück auf die Hand. Ah, die Feuerenergie kommt zurück. Egal. Durch Shaman kann ich da jetzt noch zwei weitere Karten ziehen. Wunderbar. Zack, zack. So, jetzt habe ich... Okay, Fuecro und Mitsunda. Okay. Und Energieantrieb. Machen wir erstmal schön 40... 60 Schaden sogar, oder? Jawohl, 60 Schaden. Schön. Ja, gut, er hat jetzt die Fähigkeit, dass er die Shakes-Fähigkeit aktivieren könnte. Was mal in Kabufala wohin hinten würde. Mal schauen, was es macht. Normal weiß ich es nicht. Doch! Okay, macht dann 210 Schaden. Wenigstens ist schon mal die Shakes-Fähigkeit weg. Das ist schon mal etwas. Hi, Shaman! Das Gute ist jetzt allerdings, dass ich jetzt Senior und Junior aktivieren kann. Und dann könnte ich... Ist mein Flammiau, brauche ich auf jeden Fall. Feldgebläse. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehme ich mir jetzt noch auf die Hand? Archomas. Lilly, Pokémon-Dame. Ich denke mal, ich nehme mir mal Feldgebläse. Damit meine Pokémon nicht zu viel leiden müssen. So, tun wir jetzt mal den Band weg. So, Flammiau wird schon ein bisschen vorbereitet. Und ansonsten habe ich fertig. Schön ist, ich habe auch Sonderpokémon. Das heißt, ich kann es gleich zu Fuecro weiterentwickeln. Und durch Schmied kann ich auch gleich noch zwei Energiekarten anlegen. Ich habe sogar drei auf dem Ablagestapel. Das ist doch schön. Ja, guck mal da, wer ist denn da? Schwieder am Band. Das gefällt mir ja gar nicht. Und so viel Taurus ist das. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe wenigstens jetzt auch... Ein eigenermaßen eine Strategie. 80 Schaden. Bam. So, dann entwickeln wir dich mal weiter. Wunderbar. Dann kriegst du... Moment. Wenn ich dich jetzt aktiviere, zack. Zwei Energiekarten zu ihm. Zack, zack. Und dann... Naja, das bringt nichts. Ich kann es nicht an ihm anlegen. Okay. Ich habe ihn fertig. Das Blöde ist halt allerdings, weil er jetzt mein Shaman killen wird. Und dann habe ich nur noch ein Pokémon. Er hat dann schon vier Preiskarten genommen, dann, wenn er meinen Shaman besiegt hat. Das ist nicht unbedingt so die
wunderschöne Art und Weise. Tigerschleuder. Gut, Brandkalt 200, da mache ich schon mal ein Pokémon auf jeden Fall one-hitted. Das Problem ist halt allerdings, das andere Taurus ist ja dann auch noch da. Und jetzt darf kein Pokémon mehr von mir sterben. Platzballon. Auf ihn? Switcht er jetzt oder was? Ich habe eine Nachricht. Nino Tago TV hat, das war die Anime-Messe Berlin 2017 hochgeladen. Muss ich mir mal später mal anschauen. Aber das dann erst später. So, was macht er? Macht er wegen Energie-Switcheronis? Aber wieso hat er da jetzt einen Platz genommen? Weil es, ich greife sowieso dann das andere Taurus an. Naja, was auch immer. So, noch eine Feuerenergiekarte. Gönn dir, weil ich kann leider eh nichts mehr machen. Gönn dir noch eine. Gönn dir. Ich kann halt wirklich nichts machen. Komm, Bratknall. Ich weiß gar nicht, was unsere Herausforderung ist. Ob ich jetzt Pokémon entwickeln muss oder ob ich einfach nur angreifen muss, um einen gewissen Schaden zu machen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, Platzballon ist wieder weg. Ich habe N. Der Spezialhammer kannst du ruhig weg, du. Das interessiert mich jetzt recht wenig. Das interessiert mich auch noch nicht, weil ich habe immer noch 4 Energiekarten. Gut, dass ich eigentlich hier noch angelegt habe, auch wenn es meiner Meinung nach verschwendet war. Aber hey. Hast du gerade eine Karte gesucht? Habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. 100 Tage macht 60. Ja, ich werde meine Tigerschleuder wohl aktivieren. Senna. Na klar, machen wir mal. Krieg ich wenigstens 5 neue Karten. So. Ich habe nochmal Kapufala. Kapufala. Ja, nach einer Unterstützerkarte bitte suchen. Ist was? Ich nehme Archon. Flotte ist schon. Kann ich erst den nächsten Zug aktivieren. Zack. Kriegst halt noch eine Energiekarte. Was mache ich denn? Schneller Streich. Ne? Tigerschleuder. Ich werde Tigerschleuder machen müssen, ja. Naja. 130 Schaden. Aber Taurus wird jetzt durch seine Fähigkeit 150 Schaden machen, okay? Mein Pokémon überlebt, aber wie lange ist die Frage? Wie lange? Aber ich habe 2 Pokémon besiegt, das ist schon mal etwas. Ja. Entwickeln wir dich erstmal weiter. So, die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt am besten? Ich mach mal Lilly. Mal schauen, was wir mit Lilly so anstellen können. Das könnte ich mal aktivieren, aber es bringt mir jetzt momentan nicht viel. Auch keine Energiekarte für mich, okay. Ja gut, ich denke mal, den Kampf haben wir verloren. Aber wenigstens, dass wir noch das Pokémon besiegen. Müsste aber auf jeden Fall trotzdem reichen. Zack, nochmal 2 Preiskarten für mich. Aber hey, ich denke mal, unsere tägliche Herausforderung im Bereich des hellen Feuers. Helles Feuer, keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Psychokinese 60 plus. Na, das reicht auf jeden Fall. Das reicht auf jeden Fall. Und 2 Preiskarten kann er annehmen. Damit ist dieser Kampf leider verloren. Das ist so viel Energie. Blub, 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 blub. Ah, 7 Evolutions-Pokémon im Spiel. Haben wir geschafft. 55 Poké-Dollar. Wieder ein bisschen aufgelevelt. Wunderbar. Jetzt kann ich mir noch eine neue raussuchen. Ich nehme hartes Training. Weil ich heute eine Nachricht bekommen habe. Bei tätlicher Herausforderung mache 4000 Schaden mit deinem Kampf-Pokémon. Und das sind jetzt noch knapp 2 Wochen oder irgendwie so. 9 Stunden, 2 Tage, also knapp 3 Tage irgendwie so. Könnten wir eventuell schaffen, aber ich mache jetzt erstmal Psycho. Machen wir erstmal Psycho, wie komme ich auf 2 Wochen? Keine Ahnung. Deckmanager wollen wir nicht. Wir wollen im Versus-Modus, wir machen jetzt mit unserem Psycho-Männchen weiter. Ich glaube, da muss ich ja auch weiterentwickeln. Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst, was ich da eigentlich machen muss. Ah, okay. Fried Nerdking. Der hat natürlich ein Kampf-Pokémon, weil der weiß ganz genau, was er haben möchte. Ich habe Psycho. Na gut, Psycho ist gegen Psycho effektiv, von daher, das passt schon irgendwie. So. Der King hat gewonnen. Schade. Ich möchte gerne anfangen. Bitte? Nein. Okay.
Wenigstens kann ich dann angreifen im ersten Zug, wenn ich das überhaupt kann. Mit Splitterschuss könnte ich sogar angreifen. Und mein Gegner hat kein Basis-Pokémon. Das ist doch schön, das heißt, ich darf eine Karte zusätzlich ziehen. Wahlband. Okay, was hast du denn? Du hast Energie, du hast Max, Baltrick, Flottes, Lilly. Schöne Fullerts hast du da, mein Freund. Okay, er hat ein Pokémon. Mal schauen, ob da ein Wuffels dabei ist. Na klar. Ich ziehe gerne eine Karte. Das ist kein Wuffel, das ist ein Resladero. Okay. Gegenangriff. Ich möchte gerne lesen, was da steht. Zwei Schadensmangel auf das angreifende Pokémon, wenn ich das besiege. Naja. Hört sich jetzt nicht so gefährlich an. Achso. Achso, immer wenn ich ihn angreife, zwei Schadensmangel. Okay, das ist dann schon etwas mehr. Da wird schon das Pokémon komplett fertig gemacht, oder was? Leck mich aber, das geht aber schnell. Was, Kampffalle? Was haben Sie da vor, mein Mister? Die Angriffe, das 20 weitere Schadenspunkte zu. Kampffalle? Die tue ich in meinem Kampfdeck, das sage ich aber sowas von. Jetzt ziehen wir erstmal vielleicht, wenn wir Glück haben, drei Karten. Jawohl. So. Gott, so viel Stuff. So, Wahlband kriegst du. Dann kriegst du eine Psychoenergiekarte. Dann, was kann ich damit? Du suchst direkt nach zwei Basis-Pokémon. Weißt du was? Mach mal. Nehme ich ein Evoli und ein Castella. Oh yeah. So. Dann kommen die zwei mal schön auf ihr Podest. So, Tausch. Ne, ich mach jetzt mal Splitterschutz. Machen wir jetzt mal schön 30 Schaden. Ne, 60 sogar. Durch mein Wahlband machen wir ja noch zusätzlich 30 Schaden für X- und GX-Karten. Nice. Das heißt, in der nächsten Runde könnte man ihn schon besiegen. Oder es kommt der andere. Macht 120 Schaden jetzt. Also normalerweise 60 plus 14, da er nochmal die Stadion Kampffalle hat. Macht er nochmal zusätzliche 20 Schaden. Das reicht schon fast, meinen Pokémon zu besiegen. Das gefällt mir nicht. Das Problem ist allerdings, ich kann es nicht auf... Okay, Mega Mewtwo hat sich sowieso erledigt. Hat er Ende aktiviert? Ja. Okay. Sag mal, wie viel von denen hat er? Er liebt die Karten, ich sehe schon. Sehe schon. Ich mache dann 90 Schaden. Reicht halt auch noch nicht. 120 Schaden. Das tut schon ein bisschen weh, mein Freund. Jetzt überlege ich, was ich jetzt gerade mache. Kampfhandeln. Eine Unterstützerkarte. Ja, ich habe halt nur eine. Weißt du was? Ich switch erst mal auf einen lieblichen Shaman. Und dann kann ich schon mal mein Castella weiter aufrüsten. Und ich würde sagen, wir greifen erstmal an. Machen wir erstmal schon 60 Schaden. Das Blöde ist halt, er kann jetzt eine Energiekarte an Shaman anlegen und dann wieder rumswitchen. Ah, aber doppelt farblos opfern. Ach nee, er kann jetzt damit angreifen. Okay, damit habe ich jetzt eigentlich auch nicht gerechnet. Ich sehe schon, er liebt die Karten. Das ist der ganze Bank. Was, 30? Und hat mich gekillt? Okay. Hat mich jetzt auch gewundert. Agrostella. Hoffentlich kriegt man Agrostella zusammen. Aber ich könnte N aktivieren. Hier haben wir schon mal ein Mew, das ist schon mal schön. Dann kriegst du noch eine Energiekarte. Ich könnte noch mal switchen. Naja, komm, wir machen N. Dürfen wir 6 neue Karten ziehen. Und er wird auf 4 reduziert. Leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Na gut, machen wir einen Vergiftstaffel, dann wird das Pokémon wenigstens mal vergiftet. Das Problem allerdings ist halt jetzt... Es funktioniert nicht so, wie ich mir das alles vorgestellt habe, weil er jetzt sein Pokémon zurückrufen kann. Ja. Und dann kommt der Rosalando und macht meinen Gasteller schneller mal weg. Das gefällt mir halt echt nicht. Es läuft gerade nicht so gut, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber das ist interessant, dass es eine Kampfkarte gibt. Habe ich überhaupt in meinem Kampfdeck eine Stadionkarte? Und wenn ja, welche? Müsste ich mal nachschauen.
Weil das interessiert mich gerade, weil die Karte ist halt wirklich geil. Lass mich die nochmal komplett lesen. Wenn es sich um ein EX-Pokémon. Okay, es handelt sich also nur um EX. Okay. EX ist halt natürlich kein GX. Von daher doch nicht allzu gut, denke ich mal. Na, wir schauen mal. Dann bewegen wir dich erstmal weiter. So. So, dann. Machen wir erstmal den Kapufala nach einer Schützekarte. Ich weiß gar nicht, was ich haben möchte. Heiko. Lilly, Professor Platan, Tali. Team Skull Rüpel. Machen wir mal Achomas. Kann ich wenigstens ein paar Karten ziehen? Was ich jetzt auch aktivieren werde, dann kann ich nämlich 7 Karten ziehen. Feldgebläse. Da kann man wenigstens die Stadionkarte schon mal entfernen. Gehen Sie bitte weg! So, dann kann man dich noch wegen vergiften. Wunderbar. Und da greife ich noch mit Psychostrahl an, dann ist er noch verwirrt. Verwirrt, vergiftet. Oh, so möchte ich das doch sehen. Psychogenese. Divisions GX könnte ich aktivieren, dann könnte ich es wegen verteilen. Da könnte ich 60 Punkte verteilen. Da 80. Na gut, das reicht nicht ganz. Hat keine Fähigkeit, okay. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, du kriegst eine Psycho-Energiekarte. Ich entwickle jetzt mal ein Pokémon weiter. Komm. Zack, fertig. Ich muss halt jetzt Glück haben, dass er sich jetzt selber Schaden zufügt. Wenn nicht, habe ich ja wegen Pech gehabt. Oder er holt es zurück. Das ist natürlich auch eine Option. Ich sehe, ich spiele gerade richtig scheiße. Aber hey, muss auch sein. Zweimal verloren, ey. Aber wenigstens haben wir dann die Herausforderung soweit fertig. Hoffe ich. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob wir die andere schon haben. Die Pokémon-Dämchen. Dann kannst du in der nächsten Suche dein anderes Pokémon heilen. Und da ist es down. Wieder 100 Schaden. Aber jetzt kommt mein Mega Mewtwo X. Pass auf. Fürchte dich. Computersuche könnte ich auch mal aktivieren. Zwei Karten. Zack, zack. Was will ich denn auf die Hand? Ein Shaman, oder? Classic Shaman, dann kann ich nämlich noch was Karten ziehen. Zack, Shaman. Nein, die Fähigkeiten sind weg. Habe ich vergessen. Habe ich vergessen. Fucking Stadionkarte. Aber Flute ist schon. Das wäre die zweite Variante genommen, die ich mit Computersuche eigentlich geholt hätte, aber. Ah, diese fucking Stadionkarte. Verflucht sei sie. Nicht. Ah, und er hat noch eine Preiskarte. Ah! Evoli! Und hat sogar Schwäche gehabt. Hat nicht gereicht, oder? Das hat nicht gereicht. Nö. Mache 12 gegnerische Pokémon mit deinem Kampf-Pokémon. Kampf-Vieh. Okay, das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber das ist im nächsten Part. Da machen wir dann Psycho und wenn wir, falls wir mit Psycho fertig werden, machen wir dann das harte Training. So richtig hart. Aber nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich verkackt habe. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Final.